Irland Freizeitpark am Niederrhein. Das Besondere hier sind die Palmen. Die werden jetzt organisch gedüngt. Als ich hier die Pflege der knapp 900 Palmen übernommen habe, war mir eigentlich schon schnell klar, dass die eine Frischzellenkur brauchen. Die Mikroorganismen sind für ihn eine ideale Alternative. Also heute fangen wir wieder mit unserer quartalsmäßigen Versorgung der Palmen mit Mikroorganismen an. Das ist das letzte Mal dieses Jahr. Für seine empfindlichen und teuren Palmen wollte er kein Risiko eingehen. Schon nach 3-4 Wochen waren also dermaßen gute Ergebnisse zu sehen an den Trieben, an den Neuaustrieben, an der Blattfärbung, an der gesamten Vitalität der Pflanzen. Das war also unglaublich, wie dieser Sprung innerhalb von 3-4 Wochen bei den Pflanzen zu sehen war. Etwa 1.000 Euro ist so eine Palme wert. Umso wichtiger ist die gute Pflege. Es kostet natürlich ein bisschen Geld, das ist klar. Aber es ist gut angelegtes Geld. Es ist gut angelegtes Geld. Also ist für die Pflanzen ist es ein Segen. Schädliche Organismen haben hier keine Chance. Wir sorgen mit dieser Maßnahme dafür, dass dieses Risiko der Falschbehandlung oder der Staunässe von Palmen oder übergroßer Trockenheit, je nach Witterung, dass das also abgepuffert wird durch die kleinen Helferchen im Boden. Und das ist wirklich. Also wir haben also erlebt, wie auch bei extremer Witterung, so einem Dauerregen, dass den Pflanzen eigentlich nichts gemacht hat. Im Gegenteil, die Wurzeln, die waren nach wie vor wunderbar hell, vital. Die haben getrieben. Also wir haben mit dieser Maßnahme auch ein Stück Werterhaltung betrieben für die Pflanzen oder sogar auch Wertsteigerung. Wir stellen nur fest, die Witterungseinflüsse, die wir also hier mal erleben, Trockenheit oder Nässe, die schlagen nicht mehr so durch. Mit Hilfe der Mikroorganismen hat er ein gesundes Gleichgewicht im Boden erreicht. Also ist die Wurzel gesund bei der Pflanze? Ist die Pflanze gesund? Beim Menschen ist es der Darm. Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund? Das weiß man ja. Und da legen wir großen Wert drauf, dass in dem Bereich, im Wurzelbereich, unsere kleinen Helferchen für uns arbeiten. Nicht nur für uns, auch für die Pflanzen natürlich. Nach vielen Jahren als Landschaftsgärtner begrüßt er diese neue Entwicklung. Sind von der Wirkung der Mikroorganismen komplett überzeugt. Wir werden also dreimal im Jahr werden wir diese Mikros einsetzen. Da gibt es also auch keine Diskussion mehr. Wir sehen, was da passiert, im positiven Sinne, und möchten auch da nicht mehr drauf verzichten.